Gute Nacht, Tjenja. Oh, Entschuldigung. Wir haben ja die Geschichte noch Gorchi hier. Ja, dann werbe ich die Geschichte hier in meiner Tante Anna. Wir sind weiter bei unserer Geschichte. Ich will Ihnen von der Psalm 127 lesen, der erste und der zweite Vers. Da steht dazu: Der Herr selbst den Morde Stot beschützen, sonst ist jeder Wache umsonst. Wollt ihr wie ohne dem Herrn erreichen? Wollt ihr wollt, Tjenja? Früher zu den erstämmerischen Tiden, dann deuten in jeder Darb auch eine Stoten alle Wind werden immer seine Männer, wo da deuten abpassen. Jo, da sieht man, dort werden Nachtwächter. In den Nachtwächter, die müssen dann immer abgossen gehen und zu jeder Stunde rüben sie dann üt, wie viel die Glock wird. Jo, nicht bloß dort, wenn dort fromme werden, in euch die Christen, dann deuten die immer noch irgendwann Farsch ab sein, oder in Gebet. Dort mögen die Menschen dann so ja ruhig, dann können sie gemütlich schlupen. In sogar in ein Darb, da wird sie Nachtweich, da dort wird sie frommer, und heute hat die Tjenja so läuft, heute deut sie gut für die Tjenja immer noch seine Leute sehen. Was extra für die Tjenja wird, hörst mal. Hört ihr Kinder und lasst euch sagen, die Glock hat neuen geschlagen. Die Lämmer sind schon längst im Stall, im Nest die Vöglein allzumal. Drum lasset euer Spielzeug stehen, es ist hohe Zeit zu Bett zu gehen und lobet Gott, den Herrn. Hört ihr Kinder und lasst euch sagen, die Glock hat Zehen geschlagen. Die Lämmer schliefen ruhig ein, sie können ohne Sorge sein. Im Hofe wacht der treue Hund, der macht um ihren Stall die Rund, lässt keinen Wolf hinein. Hört ihr Kinder und lasst euch sagen, die Glock hat 11 geschlagen, gar lieblich ist der Vöglein Ruh. Ihr Mütterlein, es deckt sie zu, mit beiden Flügeln früh und spät, wenn kalt die Nacht ums Näschen weht, das liebe Mütterlein. Hört ihr Kinder und lasst euch sagen, die Glock hat 12 geschlagen. So viele Kinder auf der Welt, so viele Sterne am Himmelszelt, so viele Engel im Himmelsraum, die bringen euch meinen schönen Traum von oben mit herab. Hört ihr Kinder und lasst euch sagen, die Glock hat 1 geschlagen und mit den güldenen Sternen her kam auch der liebe Mond daher und steckte sein Laternchen an und schlich sich wo ein Dieb heran. Den jagt er schnell davon. Jo, sind verschiedene Leute dort in der Nacht weichter sehen. In der Tjenja können dann kuschelig in ihre Baden schlupen. In sie wissen, dass der Weichter nicht ins Abpussen dort. Dort hielt sich so schön. Aber wollt ihr wollt?
In der Bibel steht geschrieben, der Herr selbst muss den Tod beschützen, sonst ist jeder Wache umsonst. Jo, wenn der Herr nicht abpassen geht, dann halt doch nicht, wenn du Nacht weich da sind. Tschan die der Geschichte noch von Apostel Petrus? Der wird ja ein Tag von König Herodes in Gefängnis gebracht. Und während Petrus du in Gefängnis wird, dann do die Gemeinde beten, Tag und Nacht für armte Gott. In der Nacht, bevor Herodes anfern gerecht stellen will, dann schläuft Petrus fast zwischen zwei Soldaten. Heu wird mit zwei Tschäden und wohnt ungetät. Fähre der bei der Zelle, da werden noch zwei Soldaten, die posen auch ab. Plötzlich ab einmal, dann stund ein Engel des Herrn in der Zelle. In der Zelle, da wird ganz Tag, der Engel, der dort so Tag lichten. Und dann weiht Petrus ab. Jo, der Engel, der schubst dem ohne sieht und sieht, stu ab, pinisch. Und dann fallen die Tschäden auch all rauf, dann wird er nicht mehr ungetschäd. Der Engel sieht zu dem, nu leid ihn Jürtel an und treibt ihn Schö an. Petrus deutet, und der Engel sieht, und nu nehm den Mantel, und nu komm mit. Petrus jint am Hängeron. O so ihr spüten werden, dann wisst ihr nicht, ob das wörtlich eine Wörtlichkeit wird. Heu dacht heu dort träumen. Jo, sie kommen ungehindert bei der ersten Wachposten vorbei und dann noch bei der zweiten und schließlich dann stunden sie für dort eiserne Döver. Dort Döver wird nicht der Stotthand führt. Dort Döver dort jint ab einmal von selbst ob. Und sie können da einfach so rüt gehen. Sie jinten däschen goes. Und dann ab einmal, dann wird der Engel verschwungen. Aus Petrus ne sich kommt, dann seht heu. Das ist ja wörtlich wahr. Ich träum nicht, ich stu hier mitten ab goes. Der Herr, der hat mir einen Engel geschickt, damit Herodes mich nicht brücktet machen. Der Herr will mir raten. Und der hat mir auch bewahrt von den Jüden. Das ist eine interessante Geschichte, nicht, Tjenja? Interessant, die Wächter, die deuten abpassen, so viel Soldaten. Und, was sagt uns falsch? Uns falsch sagt, dort hat nichts abzupassen, wenn der Herr nicht abpassen wird. Jo, und hier will der Herr noch überhaupt dort heute frei kommen. Dort die Soldaten entschleupen und sie können in den Gefängnis rüttkommen. Diese Geschichte, die ich hier gelesen, eine Apostelgeschichte 12, der Vers von 5 bis 11. Sollen die Leute tjenja, wie richtig doch das Wort Gottes ist? Jo, da stünden wörtlich so viel Wächter für ein Gefängnis und die haben ganz umsonst abgepostet. Wot stali und fair, wie ob er recht doi weich das werden, samaris aus so in Daden, dort Petrus doch nicht mehr wird ein Gefängnis. Jo, dort werden grötet abreines. Herodes, der sagt alle wehende Petrus, aber der funkt ihm nicht. Der Petrus wird doch lang weich. Und nu will wir noch beten. Herr, wir danken dir, dass du in diesem Fall de weißt, das hast umsonst luden wachen. Jo, du hast Petrus wunderbar vom Död bewahrt. Wir danken dir dafür und wir danken auch, dass du auch uns bewahren kannst. Amen.
Verkündet wir die Tjenja-Ohndacht über Gürk, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohm. Gute Nacht, Tjenja. Gute Nacht.